Hey Leute, Serplin hier. Heute geht's mal um eine Sache, die mich ein bisschen verstört hat, wo ich es gesehen habe. Und zwar, ich habe eigentlich nur nach einer Bitdefender-Studie gesucht. Hat auch eigentlich gerade nicht wirklich viel damit zu tun. Und ja, ich habe mich ein bisschen durch Artikel gelesen und ich habe eine Sache gefunden, von der ich nicht wirklich dachte, dass es jemals eine Realität sein würde, dass es so viele Leute sehen müssen. Aber es gibt tatsächlich eine Studie, die sagt, dass irgendwie 13% aller Jungen und irgendwie 9% aller Mädchen im fucking Leben schon fucking Kinderpornografie gesehen haben. Das ist irgendwie ein verängstigender fucking Fakt, wenn man drüber nachdenkt, dass so viele Leute unfreiwillig fucking nochmal, naja, guten Club Penguin Content. Ich habe es ja schon gesagt, Kinder Pornografie gesehen haben, ne? Das ist halt krank, wenn man drüber nachdenkt, dass so viele Leute unfreiwillig so eine Scheiße sehen müssen. So, es ist schlimm genug, wenn man sowas irgendwie nur mitbekommt, dass sowas irgendwie existiert, ne? Das ist schon für die meisten, wenn sie realisieren, dass irgendeiner ihrer Freunde mitbekommen hat, wie so eine Scheiße irgendwie im Internet ist. Das ist schon seltsam, aber wenn du die Scheiße selber siehst, das ist halt einfach verstörend zum Teil, ne? So, ich bin eine Person, ich hab ab und zu in meinem Leben schon im Dark Web rumgegangen, sagen wir es einfach, wie es ist, ne? Und das Problem ist halt, ich habe so viel seltsame Scheiße gesehen, das ist halt nicht mehr moralisch vertretbar. Die Scheiße, die ich da gesehen habe, so, ich könnte alleine mit der Scheiße, die ich gesehen habe, gefühlt einfach fucking nochmal mir einfach das Leben nehmen, gefühlt so. Wenn das eine Person sieht, die nicht fucking mental darauf vorbereitet ist, dass es sowas tatsächlich im Internet gibt, Dark Web ist es ein bisschen erwartbarer, aber ne? Wenn du unvorbereitet so eine Scheiße siehst, bin mir ziemlich sicher, dass du davon irgendeine Art von fucking nochmal, Nachtrag haben könntest, weil das ist halt wirklich nicht gesund, so eine Scheiße zu sehen, egal wie alt du bist, ne? So, das Problem auch noch für mich war, ich habe das erste Mal einen guten Club Penguin Content gesehen, wo ich fucking nochmal, ich glaube, ich war da 12 oder so, wo ich das erste Mal im Dark Web mich so rumgetümpelt habe. Das ist halt, du solltest sowas so jung nicht sehen. Ich sollte doch eigentlich war nicht so jung da. Ich hätte damals nicht so jung im Dark Web rumsurfen sollen. Ja, sehe ich selber ein, aber Gott, das ist halt nicht gut. Sowas sollten Leute in keinem Alter sehen und besonders halt nicht junge Menschen. Ich fand es einfach nur verängstigend, dass so viele Leute tatsächlich diese Scheiße gesehen mussten. Wenn ihr wollt, ich verlinke euch die Studie am Ende, also unten in der Beschreibung und so eine Scheiße. Scrollt einfach ganz runter, steht ganz unten. Naja, ne, haut rein, denkt dran, bleibt toxisch, der abonniert mich, disliked mich, entbammelt diese verfickte Glocke und jetzt runter vom Rasen, ihr Hurensöhne. Ja.